Ich möchte was machen. Und ich hatte gerade irgendwie so die Idee, dass wir vielleicht uns mal treffen können und eine kleine Community-Aktion machen können. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier aus meiner Küche mal wieder. Ich freue mich mega, euch heute wieder ein kleines Update zu geben. Was mein Leben gerade so angeht, was meine Pläne angeht und Projekte und was mich gerade so beschäftigt. Das letzte Update habe ich gerade mal nachgeschaut, habe ich Ende August gemacht. Da war ja noch quasi Sommer, jetzt sind wir schon mitten im Herbst, Ende Oktober. Und yes, ich nehme euch einfach mal kurz mit, was bei mir gerade so los ist. Eine richtig, richtig coole Sache ist, dass Mats und ich vor ein paar Wochen einen Schrebergarten übernommen haben. Ja, wir haben jetzt einen Garten in einer Kleingartenanlage und haben da ein paar Quadratmeter und eine kleine Hütte. Und das Grundstück können wir einfach so gestalten, wie wir wollen. Und das ist so schön und bedeutet für uns auf jeden Fall eine kleine Ausflucht aus dem Stadtalltag hier. Der Garten ist ganz gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Und ja, da waren wir jetzt schon ein paar Mal und haben einfach gegraben und Orte ausgesucht, wo wir Hochbeete anlegen und hatten schon erste sehr witzige Begegnungen mit anderen Mitgärtnern. Denn hier im Ruhrgebiet ist man ja zum Teil sehr direkt und sehr auf den Punkt und da durften wir uns schon anhören, dass wir Dinge doch falsch machen und anders sie doch besser aussehen und ach, das ist einfach herrlich. Und ich freue mich auf alles, was da noch kommt und eigenes Gemüse anzubauen und Blumen und ja, da einfach im nächsten Frühling und Sommer ganz tolle Tage zu verbringen und die Hütte schön zu machen und. Also richtig, richtig toll. Da hat mich auf jeden Fall auch der Besuch im Werkhof sehr inspiriert. Das Video kam ja hier auch vor ein paar Wochen online. Und ich habe sehr Bock, ganz viel zu gärtnern, aber ich habe keine Ahnung. Und von daher bin ich super dankbar für jeden Tipp, den ihr mir geben könnt, was einfach die Planung eines Gartens angeht. Sehr gerne dürft ihr das jetzt alles hier unten in die Kommentare mal schreiben, was ihr vielleicht an Tipps habt, was ihr mal gehört habt, was ihr an eigenen Erfahrungen habt. Und ja, ich berichte euch auf jeden Fall im Verlauf unseres Gartenlebens mal, was sich da alles ergeben hat und nehme euch vielleicht dann ja auch mal mit, wenn wir mal was anbauen oder ernten. Und jetzt, ja, ist natürlich Herbst und von daher nicht mehr so viel zu machen, aber wir haben, wie gesagt, Hochbeete angelegt und befüllen die jetzt als nächstes, dass die Erde einfach über den Winter schon mal gut absacken kann und wollen schon mal erst das Wintergemüse anbauen und so. Und oh, ich bin so gespannt, ob das alles klappt oder überhaupt ganz in die Hose geht. Aber auch dann wäre es richtig cool, weil einfach die Zeit dann da vor Ort so gut tut. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Es ist so ein guter Ausgleich zu dem ganzen Büro- und Laptop-Arbeitsalltag. Ja. Und ich freue mich einfach riesig, wie ihr vielleicht merkt. Das ist richtig, richtig cool. Ansonsten ist bei mir gerade eigentlich recht viel Alltag, wie wahrscheinlich bei den meisten von euch ja auch. Und ich arbeite ganz normal im Krankenhaus, habe da jetzt meine Stelle noch bis Sommer nächsten Jahres, was ganz cool ist. Und mache dann da meinen zweiten Teil des Praktikums noch. Also bin dann insgesamt 1,5 Jahre im Krankenhaus. Und ansonsten hatte ich jetzt noch ein paar Hochzeiten und habe diese Woche noch meine letzte Hochzeit für dieses Jahr. Dann ist die Hochzeitssaison vorbei und ich freue mich auf eine Winterpause und mir Gedanken zu machen, wie es dann nächstes Jahr da weitergeht. Aber das macht einfach nach wie vor so Spaß und ist so toll, Menschen an ihrer Hochzeit begleiten zu dürfen und jedes Mal so eine Ehre. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die letzte Hochzeit. Ja, und ansonsten mache ich mir tatsächlich enorm viele Gedanken um das ganze Thema Klima. Manchmal lähmt mich das richtig, wenn ich daran denke, was wir hier mit unserer Erde und mit Gottes wunderbarer Schöpfung hier so anstellen. Es macht mich zutiefst traurig. Und ich fühle mich hilflos und ich fühle mich irgendwie machtlos. Und dann denke ich, ja gut, dann kann ich mich jetzt auch wieder vegan ernähren. Das möchte ich auch gerne wieder machen. Und so kleinere Projekte starten. Aber irgendwie hilft das alles nicht, weil die Leute, die an den langen Hebeln sitzen, die müssen es irgendwie raffen. Und ja, ich war letztens, das war sehr, sehr cool, auf einer sehr großen Klimademo. Und das hat so Spaß gemacht. Und ich ärgere mich so, dass ich freitags nicht öfter Zeit habe, um da mitzugehen. Und ja, es ist einfach gut zu sehen, dass es Menschen gibt, die sich von ganzem Herzen fürs Klima und für die Schöpfung und für die Umwelt engagieren. Und ich möchte mich von diesen Gedanken der Hilflosigkeit einfach nicht so runterziehen lassen, ja, dass ich dann auch einfach nichts mache,
sondern ich will nicht machtlos sein. Ich will meine Verantwortung, die ich habe als Bürgerin und als Christin, wahrnehmen und ich möchte was machen. Und ich hatte gerade irgendwie so die Idee, dass wir vielleicht uns mal treffen können und eine kleine Community-Aktion machen können mit Ideen, die wir vielleicht zusammen haben, was wir mal fürs Klima machen können, was für eine coole Aktion. Sei es, dass wir uns mal irgendwie in Köln treffen und Müll sammeln oder sei es, dass wir uns ein cooles Klimaprojekt ausdenken und dann einfach eine richtig coole Werbung machen oder. Also da gibt es ja viele Sachen und ich würde mich mega, mega freuen, wenn ihr da mal eure Ideen zu in die Kommentare schreibt und ich habe richtig Bock auf sowas. Das haben wir ja bisher noch nie gemacht, aber es wäre irgendwie ziemlich cool, wenn wir uns mal was zusammen als hier Community überlegen und zusammen umsetzen für die Schöpfung, für die Umwelt und fürs Klima. Damit wir einfach nicht in dieser hilflosen und machtlosen Rolle bleiben, sondern was anpacken, was machen und einfach im Kleinen was verändern können. Aber ganz ehrlich, so ist es doch auch nur. Es sind nicht die großen Schritte, es sind die kleinen Sachen. Und die bringen wirklich was. Und ich habe auch Bock, mehr mit meinen Freundinnen und Freunden über das Thema zu sprechen. Ja, auch gerade mit meinen Freundinnen und Freunden, die auch Christen sind. Weil ich habe manchmal das Gefühl, wir schieben das Thema so weg und sagen, nee, das können mal schön die Klimaaktivisten machen. Wir kümmern uns um was anderes, wir evangelisieren, was auch immer. Aber ich glaube, dass Gottes Auftrag auf jeden Fall beides ist. Ja, für Menschen da sein, ja, vom Glauben erzählen, ja, auf jeden Fall das Ziel zu haben, ein heiliges Leben zu führen. Ja, bin ich auch voll dabei, aber soziale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, das gehört für mich auch alles so krass zum Glauben dazu. Und also für mich geht es einfach nicht ohne und ich möchte mehr darüber sprechen und ja, bin da jetzt gerade irgendwie wieder voll motiviert. Was mich ansonsten noch beschäftigt, ist gerade auch ein Thema, was sehr auf meiner Seele und auf meinem Herzen ist, hat auch voll mit dem Thema Glauben zu tun und eigentlich sind wir da auch schon mittendrin, denn ich stelle mir gerade so krass die Frage, was sind meine Werte? Woran glaube ich eigentlich? Wer ist Gott? Was möchte Gott und was möchte er auch nicht? Und auch die Frage, woran kann ich glauben, woran möchte ich glauben und woran kann ich auch nicht mehr glauben? Was sind vielleicht Erfahrungen, die ich im Glauben und vielleicht auch gerade in Gemeinden und Kirchen gemacht habe, von denen ich mich verabschieden möchte? Und ja, ich bin da gerade mittendrin und es ist auch oft sehr schwer und nicht leicht und ich zweifle viel. Und das ist auch noch zu persönlich und privat, um das jetzt hier alles mit euch zu teilen. Aber ich möchte euch einfach sagen, dass auch bei mir nicht alles irgendwie super läuft und ich nie zweifle, sondern das gehört bei mir auch voll dazu. Und ich finde das auch voll wichtig für einen mündigen Glauben, dass man Sachen hinterfragt und zweifelt und auch mal sagt, ich kann gerade irgendwie ganz schwer glauben. Und ja, ich hoffe natürlich und bete dafür, dass ich davon Gott auch Antworten bekomme. Und ja, dass ich da einfach einen coolen Weg finde, um meinen Glauben, um die Werte, die mir wichtig sind, zu leben, im Alltag auch, damit wieder Zeugnis zu sein. Ja, ich bin unterwegs und das finde ich auch cool. Also das ist ja auch das Coole am Glauben, dass wir nicht fertig sein müssen, sondern dass wir uns mit Gott zusammen entwickeln können und wachsen können. Und da bin ich gerade mega dabei und manchmal bedeutet Wachsen aber auch Wachstumsschmerzen. Und ich glaube, das habe ich manchmal. Von daher ist das manchmal nicht ganz so angenehm. Aber ich merke auch, dass mir das gut tut und dass ich auch Bock habe auf Veränderungen. Und ja. Da wollte ich euch einmal kurz mit reinnehmen. Und jetzt schaue ich hier gerade so aus dem Fenster und sehe so tolle gelbe und rote Blätter. Und ach, ich liebe den Herbst so. Und vielleicht werde ich jetzt auch noch eine kleine Runde rausgehen. Und möchte euch ermutigen, doch heute auch mal das schöne herbstliche Wetter. Ich hoffe, das Wetter ist schön an dem Tag, an dem dieses Video ausgestrahlt wird hier. Das Wetter auszunutzen und einfach mal rauszugehen. Und ihr könnt gerne auch mal ein Bild machen und das einfach bei Instagram hochladen und uns verlinken, hier.feuerkar. Und ja, dann teilen wir das sehr, sehr gerne, eure Herbsteindrücke. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Herbsttag und sag einfach mal bis zum nächsten Mal. Wünsche euch sehr, sehr coole Wochen und wir sehen uns bald. Macht's gut.